Hier, bei Feldmann Yachtcharters, lag die Caprice. Ein Schiff von 3,75 Meter Breite und 11 Meter Länge. Gemütlich eingerichtet mit Salon, Essecke und gegenüberliegender Küche, vorderes und hinteres Schlafzimmer, dieses mit angrenzendem Bad. Mit diesem Schiff wollen wir nun in den kommenden 2 Wochen 4 Provinzen in Holland bereisen. Unser Kurs ging zum Sneker Meer, wo für ein Wettsegeln Botter ihre Startlinie ansteuerten. Nach Passieren des Meeres fuhren wir auf dem Prinzess-Margret-Kanal weiter zu dem Ort Grau. Grau war ursprünglich ein kleines, von Gräben und Häfen durchzogenes Bauern- und Fischerdorf. Durch Ausgrabungen ist belegt, dass Grau etwa 1200 Jahre alt ist. Der alte Dorfkern liegt auf einer Warf und ist noch sehr gut erhalten. Und das Dorf mit seinen 5400 Einwohnern hat sich zu einem betriebsamen Wassersportzentrum entwickelt. Nach dem Frühstück verließen wir Grau und fuhren auf der Wagaster Wart nach Leeuwarden. Auf dieser Fahrt ist zu empfehlen, nicht die Umgehung, sondern durch den Ort Vaga hindurchzufahren. Zwar eng, aber ein Erlebnis. Während der Weiterfahrt hatten wir in der Nähe einer Mühle eine sehr große Herkuleskeule ausgemacht. Wir suchten einen Platz zum Festmachen und betrachteten uns das Gewächs aus der Nähe. Die Vororte von Leeuwarden wurden erreicht, der Verkehr nahm zu und wir waren froh, dass in unmittelbarer Nähe des Oldenhofe Turm ein Liegeplatz frei war. Diese Plätze direkt am Stadtpark sind sehr beliebt und ununterbrochen wurden sie angesteuert. Am Wahrzeichen von Leeuwarden vorbei machten wir einen Spaziergang in die Stadt. Wieder an Bord hatten wir noch immer den Drehorgelklang in den Ohren. Leeuwarden wurde früh am Morgen verlassen.
Vom Ort Birdat, den wir hier passieren, waren es noch 10 Kilometer bis Stockholm. Schon ein kurzer Blick auf den Grundriss von Stockholm zeigt, das muss eine interessante Stadt sein. Stockholm gehört zu den ältesten niederländischen Städten und war schon im 8. Jahrhundert eine bedeutende Hafenstadt, die über das Groot Diep mit der Nordsee verbunden war. Deshalb hatte die friesische Admiralität hier ihren Sitz. Unmittelbar vor dem Stadthaus stand früher die Schleuse zum Groot Diep. Nicht weit von dem heutigen Groot Diep hatten wir diesen wunderbaren Liegeplatz gefunden und erfreuten uns am Abend an dieser Aussicht. Weiter führte uns die Reise nach Westen. Passierten die Wilhelm-Lore-Schleuse und steuerten in das Lovis-Meer. Es war einst, ähnlich dem Eiselmeer, eine Meeresbucht, bis sie 1969 eingedeicht wurde. Im Laufe der Jahre ist dadurch eine besondere Wasserlandschaft entstanden, mit weiten Schilffeldern, vielen Inseln, die mit ihren idyllischen Anlegeplätzen zum Verweilen einladen und zugleich der nördlichste Teil unserer Reise war. Den geschützten Liegeplatz hatten wir verlassen, näherten uns wieder dem Land und machten Pause in dem früher direkt am Lowersmeer gelegenen ehemaligen Fischereihafen von Zoutkamp. Nun südwärts fahrend, wurde gleich hinter der Brücke im Yachthafen von Garnwerd festgemacht. Früh am Morgen. Der Ort und das am Yachthafen liegende Restaurant lag noch verschlafen da. Legten wir ab und fuhren Richtung Groningen. Auf dem Reitdieb fahrend, zur Abwechslung einmal eine Drehbrücke passierend. Kurz vor Groningen liefen wir in diesen Yachthafen ein. Komplett neu erbaut mit einer Kapazität von 220 Liegeplätzen
und wegen seiner bunten Häuser im Volksmund Curaçao genannt. Von hier nutzten wir den im Viertelstundentakt in die Stadt fahrenden Bus und waren so in kürzester Zeit an der Martinikirche. Gegenüber der Kirche liegt das Stadthaus, wo von hier bis zur Aakerk jeden Mittwoch und Sonnabend der Fisch- und Wochenmarkt stattfindet. Den Namen hat sie von dem Fluss Drenta Aa, der im Mittelalter hier entlang floss, erhalten. Im Het-Goud-Kontor, wo früher das Steueramt der Provinz Groningen und später auch einmal die Goldbörse ihren Sitz hatte, ist heute ein Restaurant untergebracht. Noch vorbei an alten Giebelhäusern ging es wieder an Bord und der Yachthafen Reit Diep wurde verlassen. Fuhren durch die Altstadt von Groningen zum Nordwilhelmskanal. Passierten diese Hebebrücke und hatten dadurch nun alle über Kanäle führenden Brücken kennengelernt. Der Kanal wurde 1861 eingeweiht, ist 38 Kilometer lang, hat 3 Schleusen und verbindet Groningen mit Assen. Nach Passieren dieses Hinweisschildes kam schon die erste Schleuse. Damit waren wir mitten in der Charakteristik des von uns befahrenen Kanals. Er führt durch ein Gebiet, das wie ein umgekehrter Suppenteller in der Landschaft liegt und bei Assen 12,50 Meter hoch ist. Nach einer kurzen Wartezeit waren wir in der Schleuse und der Wasserstand wurde um 4,16 Meter angehoben. Diese Wartezeiten hatten wir noch 2-mal, wurden danach jeweils um 4,16 Meter angehoben und erreichten am späten Nachmittag Assen. Verteuten das Schiff und erlaubten den Kindern, einmal mit voller Fahrt bei uns vorbeizufahren. Bevor wir am nächsten Morgen weiterfuhren, hatten wir das Glück, dieses Teichhuhn mit seinem Nachwuchs beobachten zu können. Heute hatten wir einen strammen Tag vor uns. Waren es doch nach Meppel 40 Kilometer. Diverse Brücken und 8 Schleusen, die uns wieder die 12,50 Meter absenkten. Eine zu reparierende Brücke kostete 2 Stunden Wartezeit. Wir schafften es daher nur bis zur 6. Schleuse und machten hier fest, sprachen über die bisherige Reise und kamen zu dem Schluss, dass diese Tour erst gemacht werden sollte,
wenn schon etwas Erfahrung mit dem Umgang von Schiffen vorhanden ist. Wir waren die Ersten, die so früh unterwegs waren. Wollten wir doch heute auf jeden Fall nach Meppel kommen. Wir fuhren nicht lange, dann waren sie wieder da. Die Brücken, und Schleusen. Zur Mittagszeit der Schleusenbedienung hatten wir sie erreicht. Die letzte und zugleich schönste aller Schleusen. Die Paradies-Sluis. Und wahrlich, sie trägt ihren Namen zurecht. Nach Verlassen der Schleuse wurden diese alten Brennöfen passiert, in denen früher Kalk aus dem Brennen von Muschelschalen gewonnen wurde. Als Brennstoff diente Torf, der mit Kähnen aus nördlichen Gebieten herangefahren wurde. Nach einer Woche Fahrt durch die Provinzen Friesland, Groningen, Drenthe erreichten wir die Provinz Overijssel mit seiner Hauptstadt Meppel. Sehenswert sind in Meppel die Meppeler Sluis, der alte Binnenhafen mit seinen Doppelbrücken, die Mühlen, historische Giebelhäuser, der Meppeler Turm. Nun, nach so viel Besichtigung, eine Erfrischung. Am nächsten Tag hatten wir hier, an der Warteposition zur Beuker Sluis, den südlichsten Ort unserer Reise erreicht. Nach Verlassen der Schleuse ein Hinweisschild zu unserem Ziel Gitthorn. Es ist ein Highlight an sich und wohl einer der schönsten Orte in Friesland. Die Einwohner des Dorfes sind zu Recht stolz auf ihre Traditionen. Die charakteristischen Häuser mit den rietgedeckten Dächern und die vielen Kanäle, die in den vergangenen Jahrhunderten für den Torftransport gegraben wurden. Diese Kanäle sind mit einem zu mietenden Elektroboot zu befahren. Die Torfindustrie führte zur Entstehung großer Seen, die östlich und südlich des Dorfes liegen. Diese Seen und der Reiz der umgebenden Landschaft haben dem Ort die Bezeichnung „das grüne Venedig“ gegeben. Am späten Nachmittag fuhren wir weiter. Wolken zogen auf und auf der Beukeler Wiede war es recht windig geworden. Ruhig ging es auf der Walengracht weiter.
passierten diese Geburtstagsgesellschaft und warteten anschließend nur kurz vor der Schleuse des Ortes Blockseil. In dem gut besuchten Hafen bekamen wir noch einen Liegeplatz. Blockseil war im 17. Jahrhundert eine kleine, blühende Hafenstadt an der Säudersee. Aus dieser Zeit stammt der Hafen De Kolk, sowie das gesamte Stadtbild, das noch vollständig erhalten ist. Blockseil wurde verlassen und wir fuhren zum Naturschutzpark De Wereben. Schon bald wurde die Kahlenberger Gracht erreicht. Sie wird als eine der schönsten Kanäle der Niederlande gerühmt. Und zweifellos ist daran etwas. Angelegt im nördlichen Teil des Naturschutzparks mieteten wir uns ein Elektroboot und fuhren in die Wereben. Sie haben ihren Namen von den langgezogenen Rippen, schmalen Inselchen, auf denen ursprünglich der Torf zum Trocknen gestapelt wurde. Denn nichts anderes war diese heute einmalige Landschaft früher, ein großes Torfabbaugebiet. Die Gräben, auf denen wir hier fuhren, die beim Torfstechen entstanden waren, füllten sich bald mit Wasser und wurden zu Kanälen, auf denen mit Schuten die trockenen Torfziegel abtransportiert wurden. Den Naturschutzpark verlassend, fuhren wir zum Tjøkemeer. Angekommen auf dieser Insel, wir bei einer kleinen Erfrischung, auf der anderen Seite ein Vollbad.
Am Abend hörten wir den Wetterbericht, der für den nächsten Tag Starkwindgefahr ankündigte. Ja, und so war es auch. Kaum den Schutz der Insel verlassen, trafen wir auf ein gekentertes Segelboot. Sie benötigten keine Hilfe und nahmen es ganz locker. Eben harte holländische Segler. Mit geringer Fahrt überfuhren wir das Tjeukemeer und nahmen Kurs auf Langweer. Die Mühle des Ortes kam in Sicht. Etwas später steuerten wir in den Passantenhafen, wo wir für die Nacht liegen blieben. Erkundeten noch die Umgebung des Hafens und erfreuten uns am nächsten Morgen an diesem Wetter. Zum Frühstück in den Ort, der noch recht verschlafen wirkte. Vom Ortsausgang zur Mühle und anschließend wurde Langweer wieder verlassen. Es ist ein wunderschöner kleiner Ort und Hafen, der sich durch seine Lage und Ausstattung anbietet, angelaufen zu werden. Walter führte unsere Reise zu der Stadt Jaure. Nach kurzer Zeit passierten wir die immer offen stehende Schleuse und erreichten eine halbe Stunde später den Hafen. Der Weg zur Stadt führte an diesem am Yachthafen gelegenen Restaurant weiter durch den Park in die Mittelstraat. Vorbei an der Kirche, hübschen Giebeln, kamen wir zu diesem Uhrmacher. Schon im 18. Jahrhundert hat sich die Stadt einen Namen durch die Herstellung von traditionellen friesischen Uhren gemacht. Die Stadt verlassend machten wir uns auf die Reise zum Sneker Meer. Wo wir hier, gegenüber der Insel, unseren letzten Abend verbrachten. Bevor es am nächsten Vormittag zurück zu Feldmann Yachtcharters ging.